So, und wollen wir die Spinde rum angehen? We are all aware that these parts are full of brigands, right? Okay, erstmal den Wolf hier. Genau, du. Du bist ganz schön groß. Ja, doch. So groß wie Tirik bestimmt. Feuer. Nicht Windstoß. Hauen. Hauen. Du kannst immer nicht hauen. Das sollten wir wirklich ändern. Erstmal umkippen. So. Du bist ein bisschen angeschlagen, das ist okay. Oh, Kiste. Lederfäustlinge. Alles plündern. Du hast noch keine Handschuhe. Du hast keine Handschuhe. Du hast Handschuhe. Du hast Handschuhe. Okay. Warum hast du eigentlich... Hast nur ein Schwert und kein Schild? Warte mal, kannst du eine Keule in die... Okay, guck mal, wie das funktioniert. Und das bitte, weil du halt kein Schild hast. Und das muss halt identifiziert werden. Und das kann weg. Ja, okay. So, okay. Da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Da ist eine Spinne. Und da ist ein Wolf. Der uns nicht angreifen will. Hallo. Wow, was ist das da hinten? Was ist neu? Sieht aus wie eine Spektralspinne oder so. Geisterspinne. Hauen. Hauen. Ah, sehr schön. Stufenanstieg und wir haben einen Gegner in einer Runde umgebracht. So muss das sein. Oh. Dich werden wir auch in einer Runde umbringen können. Du bist nur eine kleine Spinne. Wusch und weg. Der perfekte Tag, eine Reise anzufangen. Indem man einen Wolf tötet mit Eis und Feuer und Axt und Schwert. Du bist komisch. So, was bekommst du da mal? Du bekommst Wahrnehmung, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht besonders... Naja, das ist nicht so richtig. Man kann nicht sagen, dass wir nicht besonders häufig treffen. Wir treffen ja schon recht häufig, aber ein paar Verfehler waren da und die will ich unbedingt vermeiden. Also Wahrnehmung und mehr Lebenspunkte. Bestätigen. Du hast schon ziemlich viel Vitalität, kriegst also auch eine Wahrnehmung, eine Vitalität, zwei Macht. Du kriegst zwei Vitalität, damit du auch auf 10 kommst. Weil sonst kippen die mal zu schnell um später. Mehr Mahn oder mehr Schaden? Mehr Mahn oder mehr Schaden? Mehr Mana. So, du. Vitalität. bisschen mehr Schaden, bisschen mehr Mana. So. Fähigkeiten. Du solltest Dolch mindestens lernen, dass du ihn benutzen kannst. So. Hast noch 2 Punkte über. Feuermagie, hm? Jeder Punkt in Feuermagie steigt den Schaden um 5%, das ist sehr mächtig. Widerstand gegen alle Magieschulen, nein. Steigert maximale Mana-Punkte um 5 pro Punkt. Das wären 10 mehr Mana. Sie hat jetzt 68. Das sind 15% oder so mehr Mana? Schon schick. Das ist gemein. Machen wir 1 und 1. So. Bestätigen. Jo. Du kannst Dolch benutzen oder Speer. Da sie schon ein Dolch benutzt und ich gerne mehrere Waffengattungen abdecke, nehmen wir mal für sie den Speer. Außerdem hat Jallen... Ne, die hat vorher keinen Speer benutzt. Das war Mürrim. Sei es drum. Und leichte Rüstung bekommst du auch noch. So. Ausdauer. Steigert die Lebenskraft um 5%. Bringt also später mehr. Keine Disziplin. War Widerstand. Magischen Foki. Nein. Mystik sollten wir mit ihr lernen. Und Wassermagie, weil sie ja doch für Wasserzauber benutzt. Spezialisieren hat echt Vorteile. Vor allem, wenn es prozentual ist. Also mehr Schaden oder was auch immer. Aber dann sind wir halt spezialisiert. Dann können wir die ganzen tollen Wasserzauber nicht ordentlich benutzen. Na komm, ein Punkt rein. So, du. Jo, anwenden. Du lernst bitte Armbrust. Das konntest du vorher nicht.
Axt hast du schon höher. Widerstand gegen alle Magieschulen sehe ich noch nicht so wirklich den Sinn drin. Momentan hält er noch ziemlich viel aus. Also ziemlich viel aus. Das ist mir eher wichtiger, dass er jetzt mehr Schaden machen kann. Wie zum Beispiel jetzt im Fernkampf mit der Armbrust. Das heißt... Das steigert die Mana? Okay. Aber nö. Axt und Axt, damit der nächste Stufenaufstieg Experte werden kann. So, und du noch? Ja, bestätigen. Du. Aber das ist primär mit Schwertern, das ist richtig. Also sollten wir auch mit ihm Schwerter möglichst schnell auf Experte bringen. Was bringst du auf Experte? Crit-Chance, okay. Was bringt Experte in Waffen? Zwei Waffen. Ihr erhaltet einen zusätzlichen Abwehrversuch, wenn ihr zwei Nahkampfwaffen tragt. Okay. So, wie funktioniert das genau mit den zwei Waffen? Das weiß ich nämlich noch nicht wirklich. Perfekter Rhythmus und geübte Koordination sind die grundlegenden Eigenschaften eines jeden Trägers zweier Waffen. Ja, das ist tierisch schwer und in den meisten Standard-Fantasy-Sachen auch ziemlich verpönt. Weil es halt so schwer ist und unrealistisch, aber das ist halt ein bisschen High-Fantasy, das passt schon. Anstatt einfach nur primitiv zwei Waffen zu schwingen, erinnert der Großmeister dieser Fähigkeit eher an einen Tänzer, der einen undurchdringlichen und tödlichen Wirbel aus nacktem Stahl um sich erzeugt. Okay, es klingt schon mal praktisch, aber wie funktioniert es? Der Charakter kann in der Schild, Hand, Dolche, Äxte, Streitkolben, Schwerter und Speere führen. Der Angriffswert mit einer Hand Melee-Waffen in deiner Off-Hand ist für jeden Skill-Level erhöht. Das heißt, was genau? Die Off-Hand trifft öfters. Also die linke Hand in dem Fall, weil Gerogon Rechtshänder ist. Das heißt, sie trifft normalerweise nicht ganz so häufig. Und wie häufig ist nicht ganz so häufig? Ein paar Zahlen wären da ganz schick. Kann ich gleich mal bei ihm gucken. Da wird man es bestimmt genauer irgendwo sehen können. Die Statistiken sind doch schon recht ausgefallen gewesen. Ich glaube, jetzt erhöhe ich einfach erstmal das hier, weil es sowohl Angriffswert als auch Schaden erhöht. Armbrust hast du schon, leichte Rüstung hast du, schwere Rüstung hast du, Luftmagie hast du sogar. Ja, also nochmal Schwert. Raus. Hier hin. Und das kommt man doch irgendwie ausklappen, oder? Nahkampfabwehr, nein. Grundabwehr, Abwehrchance. Wo sind die Akt? Ah, hier ist das, okay. Genau, also Schwerthand hat einen Angriffswert von 68. Schildhand hat 24 nur. Okay. Wir sollten definitiv den Zwei-Waffen-Skill erhöhen. Damit der Wert hier sich dem da langsam annähert. Außerdem haben wir momentan in der Offhand, also in der linken Hand, auch eine Keule. Und sie hat die Keule nur einen Punkt. Also ja, das passt schon. Einfach nur ein stinknormales Schwert für ihn finden, dann ist alles gut. So, wir wollten eigentlich die Spinde hinten töten. Ich glaube, jetzt ist die Umgebung langsam soweit okay, dass wir es auch können. So, komm her. Du hättest dahin gehen sollen, hätte ich schießen können. Na gut. Jetzt kann ich schießen. Du hast keine Armbrust. Wir haben auch keine Armbrust über. Dann gib ihm mal bitte deine Armbrust. Gib ihm mal bitte deine Armbrust. Weil du hier eh die meiste Zeit zauberst. Also schießen. Eis. Feuer. Und Dutch. Jetzt. So, da könnten zwei kommen. Was ja nicht so wirklich ein Problem ist, aber... Gucken wir mal. Spinne kommt schon mal. Da hinten ist noch so ein Geisterspinnen-Ding. Oh, und der Wolf kommt nicht. Goodie. So. Kaputt. Kaputt. Das zweite da unten, das verfehlt, war übrigens wahrscheinlich die linke Hand von ihm. Eis. Feuer. Und vorbei. Aber auch keine Zauberpunkte mehr. Also husche ich nur mal ganz kurz testweise zurück zum Brunnen. Was? Wie, wo? Oh, wo kommst du denn her da hinten?
Du warst vorher nicht da. Hier ist irgendwo der Brunnen, wo ich hin will. Ha. Ist das jetzt Respawn oder ist das wegen der Uhrzeit? Also weil wir nachts hier durch sind und tagsüber die Spinne hier ist. Oder bin ich ganz woanders? Müssen wir gleich mal gucken. Erstmal bringen wir das Ding jetzt hier um. Hauen. Hauen. Verteidigen. Hauen. 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 Verteidigen. Hauen. Und keine Vergiftung. Sehr schön. Also hier ist ein Brunnen, aber das ist nicht der Brunnen. Da ist der Brunnen. Oh, was warst du? Oh. Okay. Die Schaufel könnte ruhig weg. Also so ein Erdhaufen, einigermaßen offensichtlich, ist es ja schön und gut. Wenn man Sachen vergräbt, kann man recht häufig sehen, dass die Erde da bewegt wurde. Aber direkt eine Schaufel davor legen ist ein bisschen Overkill, finde ich. Aber na gut. Trinken. Also scheint es wirklich ein Tag oder auch vielleicht nur ein halber Tag zu sein, bis der Brunnen sich wieder auffüllt. Dich können wir auch nicht lesen. Hm? Nee. Es wird einfach nur eine Warnung sein, ab hier gefährliches Gebiet oder so. Das hatten wir da hinten ja auch. Ich habe so viele Felder, die nicht aufgedeckt sind. Aber nein, nein, Gerogon, kontrolliere dich. Du musst nicht alle Felder aufdecken. Die Kiste da hinten haben wir schon. Okay, dann machen wir hier oben weiter. So, wie es geplant war. Erstmal Wolf. Hallo, Wolf. Hallo, Wolf. Aha. Greift mich der Wolf jetzt auch an? Ja. So. Schießen, schießen. Eis. Feuer. Und kaputt. Was ist das da? Ha. Hey, warum? Okay, du bist tot. Das schreckt mich doch nicht so, komischer Wolf. So, schieß, schieß, Eis, Feuer. Oh, und hier war auch irgendwo eine Ogerhöhle. Das war ein interessanter Kampf. Weil dieses Kleinvieh hier, das ist nicht wirklich taktisch. Da macht man Angriff, Angriff, Zauber, Zauber, Angriff, Angriff, Zauber, Zauber und das war's. Something is coming our way. Be ready. Aber so ein Oger oder so ein Boss, das ist was ganz anderes. Oder sollten wir uns wahrscheinlich vorher noch ein, zwei Zaubersprüche kaufen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ist das da hinten eine Truhe? Ne, ist die Brücke. Okay, guck mal, wie stark die Viecher sind. Das könnte auch eine Herausforderung sein. Ja, sieht ziemlich abgefahren aus. Mondseidenspinne. Okay. Und ein Wolf. So, du spottest. Und triffst mit beiden Schwertern. Sehr schön. Oder mit Schwert und Keule. Du machst Schaden. Du machst Schaden und die ist nicht so viel stärker als eine normale Spinne. Wow, Rüstung kaputt. Das ist wohl ihre Fähigkeit. Macht nicht viel Schaden, hält nicht viel aus, aber zerstört die Rüstung. Oh, das sind zwei Wölfe. Ich glaube, der sucht gerade einen Weg. Aber das ist kein Weg. Gehen wir mal weg. Na komm. Genau, geht dahin, dann kann ich dich abschießen. Wir sind ein wenig verwirrte Jungs. Na komm. Wow, hey, hey, hey. Warum kannst du mich hauen? Aha, bist beschäftigt, ist okay. Hauen, 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 hauen. Wow, Talana. Du trink Trank. Du haust den Wolf. Du haust den Wolf. Du schießt da. Hauen, 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 hauen. Und gleich erstmal schlafen. So, du musst noch verteidigen. Hauen, 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 hauen.